die solidarischen Grüße überbringen der Partei Die Linke und auch der Bundestagsfraktion. Wir stehen in dieser schwierigen Zeit an eurer Seite und unterstützen euren Kampf gegen die diktatorischen Tendenzen in der Türkei. Wir werden hier am kommenden Donnerstag im Bundestag voraussichtlich eine Verlängerung haben des deutschen Militäreinsatzes in Incirlik, auf dem Militärstützpunkt in Incirlik. Und begründet wird dieser Einsatz auch damit, dass die Türkei ein Partner ist an der Seite im Kampf in Syrien. Wir sagen ganz klar, in diesen Zeiten darf das nicht sein. Wir wollen keine deutschen Soldaten in die Türkei schicken. Wir wollen, dass die deutschen Soldaten zurückgezogen werden, auch angesichts der innenpolitischen Entwicklung in der Türkei. Letztes Jahr im Juli gab es im NATO-Rat grünes Licht, auch von Seiten des deutschen Vertreters, für den neuen Kurs Erdogans und auch für die militärische Bekämpfung der kurdischen Bewegung, der PKK. Kurz vor den Neuwahlen am 1. November letzten Jahres ist Angela Merkel in einem pompösen Staatsbesuch nach Ankara gefahren, hat Erdogan in seinem Palast besucht, ein ganz klares innenpolitisches Signal zur Unterstützung der AKP bei den Wahlen. Und so ging es immer weiter. Wir kennen die Böhmermann-Affäre, die Auseinandersetzungen und dann den schäbigen EU-Türkei-Flüchtlingsdeal, der eigentlich ein Merkel-Erdogan-Deal war. Zu hören ist, die Bundesregierung ist besorgt. Sie ist jetzt vielleicht sogar extrem besorgt, aber sie sagt nicht, wir verurteilen die Inhaftierung von Selahattin Demirtas und den vielen anderen Abgeordneten. Wir verurteilen die Entlassung von vielen Richtern in der Türkei, die Inhaftierung von Journalisten, das Schließen von oppositionellen Medien, sei es jetzt Cumhuriyet oder auch den kurdischen Kinderkanal und vielen, vielen anderen. Es wird nicht klar, es wird kein Klartext gesprochen. Und wir fordern, dass hier endlich Klartext gesprochen wird und dass hier Konsequenzen gezogen werden. Und deswegen sagt Erdogan natürlich, wenn Europa sagt, sie kritisieren das, dann geht ihnen das hier rein und da wieder raus. Aber er sagt das deshalb, weil keine Konsequenzen gezogen werden. Wir haben immer noch die sogenannten Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, die laufen weiter. Und da fließt sehr viel Geld auch von der EU an die Türkei. Und angesichts der aktuellen Entwicklung fordern wir, dass diese Beitrittsverhandlungen eingefroren werden, bis wieder demokratische und rechtsstaatliche Strukturen in der Türkei entstehen. Und wir fordern auch, dass endlich die Waffenexporte in die Türkei eingestellt werden. Deutsche Waffen werden eingesetzt, auch jetzt in der Türkei. Und das darf nicht sein. Die Waffenexporte müssen eingestellt werden. Und die militärische, geheimdienstliche, polizeiliche und auch justizielle Kooperation muss eingestellt werden. Wir haben hier in Deutschland Prozesse gegen kurdische, gegen türkische Linke, sozusagen, die von der Türkei initiiert worden sind. Zum Beispiel dieser große Prozess in München. Und es darf nicht sein, die deutsche Justiz darf hier nicht zum Handlanger von Erdogan und seinem Regime werden. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Letzte Woche hat ein belgisches Gericht ein sehr, sehr interessantes Urteil gesprochen. Es waren Vertreter der kurdischen Bewegung angeklagt und das belgische Gericht hat klar gesagt, es findet ein Krieg der Türkei gegen die kurdische Bevölkerung statt. Deswegen werden diese Angeklagten nicht verurteilt. Das ist ein ganz wichtiges Urteil und ich denke, das ist auch Zeichen geben für die deutsche Justiz.